Hallo Martin hier, ich grüße euch, der Optionstrader. Und zwar heute zu einer sehr einfachen, naja, einer interessanten Strategie, sagen wir mal, zu der Esselmuck-Surps-Strategie. Das steht natürlich in allen Lehrbüchern und im ganzen Internet. Und deswegen würde ich da auch gar nicht so lange verweilen, um das zu erklären, welche Strategie das ist. Und zwar Risikohinweis, die in meinen Videos und Webinaren geäußerten Analysen und Einschätzungen spiegeln natürlich nur meine Meinung wider und eine Haftung in diesbezüglich ist natürlich ausgeschlossen. Und Optionen für das beinhalten nämlich Risiken, die zu einem Totalverlust führen können. Das weiß jeder von uns. Was war das? Esselmuck-Surps? Bin ich besoffen, betrunken? Wer weiß, ist es auch egal. Man soll auch immer traden, sage ich mal, nach einem Glas Bier. Das tut gut. Nein, ganz bestimmt nicht. Esselmuck-Surps ist ES Long mit umgekehrtem Kalenderspread und einem rollenden billigen Backspread. Ganz einfach. Versuche jetzt einmal zu erklären, was ich damit meine und wie interessant diese Strategie sein kann. Für alle Underlyings muss nicht ES sein, kann DAX, Eurostoxx, alle möglichen Aktien-Underlyings sein. Die Idee dahinter werde ich jetzt mal im Einzelnen aufführen. Ja. Das bedeutet zum Beispiel, wir haben hier jetzt den ES, das heißt, wir haben ja ADX Long im Grunde, Monthly ist auch bullish. Wir wissen, eine Korrektur kann kommen, aber als Trader müssen nicht, können, sollten irgendwie traden. Ja, deswegen versuche ich jetzt mal so ein paar Gedankengänge hier reinzubringen, wie man denn Long spielen kann und sich trotzdem absichern kann, einen Gewinnraum und Verlustraum sich schaffen. So, jetzt habe ich hier natürlich schon mit allem Eifer alles schon mal hier reingelegt, mal ein bisschen Spaß gemacht, ja, und komme gleich zu der Auflösung. So, das heißt, wir haben einen rollenden billigen Backspread für Worst Case. Ein sehr schönes Bild. I want a P. Entschuldigung. Das ist Worst Case. Hier das Gelbe, das sind Prämien, die wir hier einholen, durch den umgekehrten Kalenderspread. Und das Rote ist sozusagen, ne, the worst case. Rollender billiger Backspread für worst case. So, was meine ich denn damit? Ich meine damit Folgendes. So, wir gehen ES Long. ES, ES Future, ES Mini Future. Pro Tick $50. Momentan bei 2,797 Margin. Hier, wenn wir jetzt hier die Margin betrachten, die ist aber nicht ganz korrekt. Warum? Weil ich in meinem Demo-Portfolio natürlich Nasdaq und auch andere Werte habe und da kann es zur Korrelation kommen, sodass es bei euch anders aussehen könnte, aber erfahrungsgemäß haben wir so zwischen 5.000 und 6.000 Margin. Jetzt gehen wir long. Okay, sagen okay. So. Kennen wir das Spiel? Ne? Die Trader, da, die jetzt Optionen nicht nutzen, um da eine Edge zu haben, müssen da, also sagen wir, über Nacht ist sowieso sehr schwierig, aber man müsste dann irgendwie einen Stop setzen, etc. Das Risiko kennen wir. Jetzt machen wir Folgendes. Schaut mal her. Wir können ja ein bisschen länger laufende Optionen verkaufen. Das kommt der erste Gedankensprung. Was viele nicht richtig einschätzen oder besser gesagt nicht richtig wahrnehmen, ist, dass es egal ist, welche Laufzeit wir nehmen. Denn du kannst, da du ja das Underlying hast, hast du jetzt ein Delta. Also ein Delta hast du, bist ein Delta Long Futures, bei Aktien sind 100, sind 100 Delta. Und die Optionen haben natürlich auch ein Delta. Also das heißt, je länger ich von der Laufzeit hier weggehe, habe ich natürlich eine hohe Prämie. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel hier bei 2850, ja, da kann ich nämlich hier diese Option verkaufen. Ja, das heißt, ich verkaufe eine Option. Hier habe ich ein positives Delta, ja, also zum Beispiel 0,32. Bedeutet, wenn ich ein Delta Long bin und hier diese Option Short gehe, ja, dann habe ich sozusagen ein Delta von. Ja, das müssen wir abends um 1:30 Uhr noch im Kopf rechnen, mein lieber Scholli. Puh, probieren wir es mal. Anwendung läuft, die finde ich aber nicht immer gleich. Jetzt habe ich sie. So mal ein Future. Ist ein Delta minus. Warum? Weil wir hier diese Option verkauft haben, minus 0,32, also 0,32 wäre in dem Fall praktisch 4, das heißt 6,8, 0,6
6, 8. Wäre ich long? Ja, kann man bei Aktien besser erklären als mit dem Future, aber ist egal. Jetzt verkaufe ich aber 2. Das heißt, ich mache 1 minus 0,64, bedeutet nichts anderes, dass ich dann 3,6 richtig rechnet. 7, ja gut, Moment, 3, 4, 4, 76, 36, 0,36 bin ich long. Bedeutet, ich bin eher bullish. Ja. Wir wissen aber natürlich, dass Optionen verändern sich jeden Tag durch das Theta, das heißt, die Prämie wird weniger, das heißt, da verändert sich natürlich auch mein Delta. Klar, das muss man dann ja, sich erlernen, das ist also jetzt nicht so kompliziert, wie man denkt. Der Vorteil ist dieser Strategie, dass der Markt ruhig seitwärts laufen kann. Wir würden trotzdem Geld verdienen, weil wir höhere Prämie einnehmen. Wir wissen alle, dass das Delta am Geld 0,5 ist bei allen Optionen, bei allen Laufzeiten. Sehr spannend, sehr interessant, ist ja klar, dass wenn Optionen am Geld sind, das heißt entweder oder, dann hast du 50-50 Chance, dass du im Geld landest. Und deswegen haben alle Strikes, also nicht alle Strikes, alle Laufzeiten, die am Geld sind, also die Strikes, die am Geld sind, ein Delta 0,5. Plus minus bei längeren Laufzeiten variiert das ein bisschen, ist nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt nur das mache, weiß ich, okay, ich habe 2850er, ich habe 2 Stück verkauft und weiß, dass der Markt auf 2850 kommen kann und ich erst dann sozusagen, ja, keinen Gewinn mehr habe, sogar langsam Short werde, weil mein zweiter Short Call sozusagen dann das Delta verändert. Das heißt, wenn mein Delta, ja, höher ist als meine Position, also sprich, ich habe ein 1 Delta und dann habe ich zweimal zum Beispiel ein Delta von 0,6, ja, und der habe ich verkauft, dann habe ich ein minus 1,2, also bin ich eigentlich dann schon wieder Short statt Long, obwohl ich ein Future habe. Ja, es sind auch viele, die manchmal gar nicht wissen, wie sie überhaupt positioniert sind. Ne? Das heißt, wenn du jetzt Underlying hast, prima, funktioniert, aber wenn du jetzt nur eine Option hast, Long, Short, Credit Spread, Debit Spread, da wissen ja viele gar nicht, bin ich Long oder Short. In dem Fall kann sich das ändern, deswegen, das muss man ein bisschen monitoren, aber wir sagen mal, auf der Oberseite haben wir also sehr selten 50 Dollar 50 Punkte Bewegung über Nacht. Deswegen kann ich diese Strategie sehr gut mit Calls machen. Mit Puts würde ich es nicht machen. Ne? Mit Puts bitte nicht machen. Ja, in dem Form. So. Okay, so das heißt, ich verdiene Geld. Das heißt, die Prämie läuft jeden Tag für mich. Das Theta läuft jeden Tag für mich. Eine Summe X, ja, und 20 Dollar. Und da kann kommen, was will. Das ist sozusagen auch mein. Ja, so eine Art Hedge in dem Form. Das heißt ein Stop. Warum Stop? Ich habe hier, wenn ich jetzt hier unterwegs bin, 21 Punkte mal 2, das sind 40 Punkte. Das heißt, der Markt kann ruhig 40 Punkte tiefer sein in den nächsten Tagen, Wochen. Ich würde das plus oder minus irgendwann kompensiert haben. Da der Markt aber manchmal sehr schnelle Bewegungen macht, möchte ich als Trader trotzdem irgendwo abgesichert sein, falls eine schnelle Bewegung nach oben kommt. Und deswegen könnte ich jetzt einen kürzer laufenden Call kaufen auf dem Strike 2850. Der kostet ungefähr 60 Dollar für 10 Tage. Das sieht dann so aus. Kauf, warum 2? Dann mal ein. Kauf, warum Put? Was macht denn der jetzt hier? Warte mal. Okay, so machen wir es hier. Kauf diesen Call hier und dann, warte mal. Und Verkauf 2850 jeweils hier. Das ist der umgekehrte Kalenderspread. Umgekehrt heißt praktisch, dass ich eine kürzer laufende Option kaufe, eine länger laufende verkaufe. Ich würde ein bisschen abraten von dieser Strategie, wenn man, sagen wir mal, noch nicht so fit ist. Warum? Weil das ist eigentlich eine Geldvernichtungsmaschine. Kann es werden, denn die kürzer laufenden Optionen verfallen immer etwas schneller, die Prämie verfällt immer etwas schneller und es ist immer fraglich, ob die länger laufende Option sozusagen ja, diesen Zeitwert dann auffangen kann, so dass praktisch eine kürzer laufende schneller an Wert verliert, aber du noch nicht so viel mit der länger laufenden eingenommen hast. Es gibt aber natürlich auch Techniken und Möglichkeiten, diesen umgekehrten Kalenderspread auch hier anzuwenden, wie hier. Das heißt, ich würde ihn nur anwenden, wenn ich mit der kürzer laufenden Option natürlich nicht so viel Prämie zahle. Das heißt, ich muss immer da schauen, wo ich jetzt hier wenig Prämie ist. Das heißt, ein Punkt für 10 Tage ist okay, man hätte ein bisschen höher gehen können. Das ist Geschmackssache, aber ja, was soll ich sagen? So. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Hedge.
Okay. Und da du ja long underlying bist und das Delta habe ich ja erklärt, ja, dann kann der Markt nach oben zwitschern, wie er will. Wie würde das Szenario aussehen? Ich habe dir schon mal was Schönes vorbereitet. Schaut mal her. So, das heißt, das ist umgekehrte Kalender jetzt bei 285. Ne? Das heißt, wir würden hier ungefähr 1, so und so viel Punkte, also 20 Punkte bekommen. Mal 2 sind 40 Punkte. Okay. Sind 40 Punkte. So, das heißt hier und. Die Situation wäre wie folgt, wenn heute der Markt, ne, heute der Markt um 50 Punkte steigt, ne, dann würden die Preise nicht 19 sein, sondern 31. Wie komme ich da drauf? Nur ich habe das gleiche Szenario jetzt am Geld gemacht. Ne, ich habe sozusagen den Kalenderspread schon vorbereitet, wie er aussehen würde, ne, wenn heute der Markt jetzt 50 Punkte steigt. So. Wir sehen, wir haben einen Anstieg von, ich muss es hier gerade bügeln, weil das System sonst diese komischen ungeraden Zahlen, meistens sind die beim umgekehrten Kalenderspread so, nicht richtig erkennen kann. So, das heißt, guck mal, das ist der ursprüngliche Kalender bei 2850. Das heißt, ich habe eine Prämie eingenommen von 2000. Einverstanden? Einverstanden. So, jetzt bei 2,8, wenn der Markt 50 Punkte höher wäre, hätte ich jetzt 3,2 circa. Ne? Das heißt, ich habe 1200 minus. Das heißt, nochmal, der Markt würde jetzt hier fast 53 Punkte steigen und ich hätte mit meinem Kalender jetzt nur 1200 minus. Ne? Nicht 3200, das ist der Wert des Kalenders am Geld 2,8. Ne? Aber ich habe ja Prämie eingenommen und zwar 2. Jetzt hat aber mein Future natürlich ungefähr 53 Punkte gewonnen. 50 Punkte sind 2500. Das heißt, ich verliere hier 1500, gewinne 2500. Prima, ergo, ich gewinne. Ja, so, und da kann der Markt steigen, wie er will. Ich werde den Gewinn mitnehmen. Ja, das wäre nur heute das Szenario. Das Szenario nach einer Woche ist natürlich anders, weil wir hier auch Prämien wieder Einnahmen haben. Das heißt, die Option ist billiger. Das heißt, der Markt kann eine größere Bewegung machen. Ich werde einen größeren Gewinn haben. Das Idealszenario wäre eigentlich, dass er, nur dass man versteht, wie man eigentlich denken kann. Das heißt, Idealszenario wäre, dass der Markt in den nächsten ja, 66 Tagen ganz langsam auf die 50 zusteuert. Das heißt, ich würde im Future dieses Geld gewinnen natürlich. Das sind dann 50 Punkte, sind dann glaube ich 2.500 plus die Prämie. Ne? Die würde ich dann zum großen Teil dann kassiert haben. Ne? Das sind auch noch 2.000. Da kann man doch nicht meckern. Jetzt bleiben wir aber natürlich nicht 66 Tage drin. Das müssen wir auch gar nicht. Ne? Denn wenn der Markt nämlich nicht so läuft, wie wir wollen, haben wir durch die höheren Prämien natürlich auch einen größeren Gewinnraum und einen größeren Hedge. So. Also das wäre, sage ich mal, die Absicherung nach oben, der umgekehrte Kalenderspread, ja, mit Future Long. Jetzt können wir natürlich hergehen und sagen, Martin, jetzt, da gibt es doch diese Crash, diese Black Swans, ne? Und dann machen wir Folgendes, mit den Black Swans holen wir uns einen billigen, rollenden, ne? Backspread. Ja? So, das heißt, wir würden Folgendes machen. Einen Tag kann man ruhig machen, warum nicht? Weil ist ja dann deswegen billig. Da würde ich mir hier unten irgendwo, da können wir ruhig tiefer gehen. Warum können wir tiefer gehen? Weil wir eine höhere Prämie mit längerer Laufzeit haben. Das ist eine Edge. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt hier einen Backspread hier zum Beispiel reinhaue, das ist ein Backspread, ein Kauf, Verkauf, zwei tiefere Optionen. So, das heißt, ich habe hier, was weiß ich, jetzt zeigt er mir das leider nicht an, das ist, irgendwie hat er Probleme, das sind so ungefähr 40 Dollar, so was weiß ich, 20, 30 Dollar kostet mich pro Tag. Ja, so, ich muss jetzt nicht jeden Tag machen, ich kann jetzt alle 3 Tage sowas machen. Das heißt, ich kann hier im 50er-Bereich mir ja, für eine bestimmte Zeit einfach eine Absicherung holen. Jetzt kann ich aber auch hergehen und mir natürlich noch eine zusätzliche Prämie hereinholen. Ja, eine zusätzliche Prämie heißt, schaut mal her, ich kann hier einen 2840 Call oder hier oben zum Beispiel oder hier 5er, 55er oder sowas hier Call mit kürzerer Laufzeit verkaufen. Kann ich zusätzlich nochmal verkaufen? Warum? Warum kann ich das tun? Nun, wir haben gesagt, wenn der Markt dahin käme, ja, dann hätte ich so 1.500 Gewinn. Bevor diese Option, dieser zusätzliche Short Call, der kürzer verfällt, den ich schneller kriegen kann, ne, und ich nach ein paar Tage Wartezeit, ne, dann würde dieser, wenn wir jetzt mal nochmal am Geld sind, das mal rechnen, schaut mal her, da würde dieser 15 Punkte wert sein. Also 1 Punkt 15, 14 gewonnen, also würde ich immer noch ne, 750 Gewinn haben. Deswegen kann ich denn, man kann jetzt schlecht sagen, risikolos, aber überschaubar. Ne, überschaubar mir die Prämie holen und mit dieser Prämie, ja, mit dieser Prämie
kann ich dann diese, oh, vielleicht 10 Tage, also dreimal rollen, viermal rollen, was weiß ich, mit 50 Cent, ah, drei, viermal kann ich mir diesen Backsplit reinlegen. Okay? Einverstanden. So, jetzt tue ich das auch mal und schaue zu, ob wir dann diese Position dann weiter besprechen. Wir gehen long. Ne? Zack. Wir würden den umgekehrten Kalenderspread 2 Stück. Was macht er denn jetzt? Das will er nicht. Hat er Probleme oder was? Warte mal. So, jetzt ist er drin. So, 2 umgekehrte Kalenders. So, wir haben keine Margin. Kriege ich sie? Nein, kriege ich nicht. So, das heißt, ich müsste auch hier Market machen, natürlich das Demo-Konto. Teilweise. Also einen haben wir drin, weil natürlich jetzt hier wenig Bewegung ist nachts. Okay. Jetzt will ich noch diesen zusätzlichen Short Call hier reinlegen. Machen wir mal den 45er, ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, irgendwie will er nicht. Warte mal. So, jetzt wurde mir gefehlt. Und jetzt fehlt nur noch der Backspread. Der ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gepreist. Deswegen bin ich jetzt nicht sicher, ob ich den jetzt so reinkriege. Ich mache ihn einfach mal rein. Ist auch wurscht, was für einen Preis wir kriegen. Also ein bisschen, ja, irgendwie ist er dort doch reingekommen. Wichtig ist bei dieser Backspread-Geschichte, und ich gucke jetzt sogar, dass ich jetzt hier zusammen klamüser. Moment. So sieht die Kiste aus. Ne? So, ich bin long, das ist schön. Das heißt, wenn der Markt steigt, verdiene ich auf jeden Fall Geld. Das ist immer schön. Wenn er fällt, verdiene ich nicht ganz so viel. Nein, werde ich natürlich einen Verlust haben. Ne, da werde ich gleich nochmal anschauen. Allerdings sehr sanft. Für eine bestimmte Zeit, wenn ich jetzt im Markt sein will. Wichtig ist natürlich, dass wir Trader und den Markt Zeit lassen und Raum lassen. Das kannst du damit. Ne, das heißt, du kannst da ruhig über Nacht drin sein, du kannst ein paar Tage drin sein, du kannst den Markt spielen, ohne dass du großartig Angst haben musst. Das ist heute hier, was habe ich denn hier gemacht? Ich glaube, irgendwie ist da was falsch gelaufen. Umgekehrter Kalender 2.8, dann habe ich den falschen reingesetzt. Siehst du, so intelligent bin ich. Ich werde das Video aber jetzt nicht stoppen. Oh mein Gott, Martin. Warte mal, das machen wir andersrum. Dann verkaufen wir. Das war der am Geld liegende. Das wollen wir jetzt nicht. Dann ich jetzt gleich mal raus. Ich weiß nicht, warum der mir da reingerutscht ist. Da habe ich jetzt hier bei diesen Tests, genau, guck mal, das ist der 2.8er. Das heißt, ich mache hier einfach mal Market und gucke, ob wir die zwei reinkriegen. Kriegen wir sie rein? 1, 2, 3, komm. Einer. Oh Mann, der ist aber wirklich sehr, sehr, sehr geizig, der Markt heute. Kriegen wir den zweiten? Angel, der Kurswert. Was ist denn abends da los? Ja, jetzt will er was eigentlich. Ah, Mann, jetzt machen wir mal Market. Das ist der 285. Ah, komm. Gib ihn mir. Will er nicht. Gut. Gut. Alles klar. Vielleicht kommt ja noch. So, das war der Umgekehrte. Das heißt, wo ist nochmal der Umgekehrte? Jetzt ist er natürlich nicht mehr als. Ach, Kinder. Warte mal. Das ist der Backspread und das ist jetzt, was ist das jetzt? Wartet mal, oh Mann, wartet mal kurz. Also hier habe ich es so ein bisschen zusammengebastelt. Hier ist unser Future Long. Hier ist unser eigentlich, das habe ich jetzt einzeln eingebucht. Das ist unser umgekehrter Kalenderspread. Wir kaufen kürzer laufende, am besten so billig wie möglich, verkaufen länger laufende. Das heißt, wir haben eine überschüssige Prämie. Wir haben uns sozusagen auch hier den 285er gehedged. Das heißt, wir sind Delta Long. Wir sind hier grundsätzlich vom Delta her. Ist das irgendwo Delta? Nein, nicht. Wir sind Delta Long. Wir haben eine Absicherung. Backspreads ungefähr bei 2,745. Das ist für Worst Case. Der kostet fast nichts. Ne? Der kostet fast nichts. Das bedeutet, dass dieser Put, den kannst du öfter rollen, denn ich habe hier oben auch bei 2,855 eine kürzer laufende Call-Option verkauft. Das heißt, ich versuche als Trader so ökonomisch wie möglich durch die Märkte zu schleichen und dabei hole ich mir eben Prämie am besten abgesichert. Bin immer so der Absicherungstyp. Versuche meine größere Versicherung nach unten natürlich dadurch zu bezahlen. Ja, als Trader. Das ist schon mal klug. Ja? Und hier ist mein Arbeitsraum. Ne? Da kann ich einfach mal den Markt ein bisschen lassen. Ne? Das heißt, diese Prämie kriege ich auf jeden Fall. Ja, sag ich mal, die habe ich auf dem Konto. Und wenn der Markt halt nach oben geht,
Kommt es darauf an, wie schnell oder wie langsam. Das kann ich nicht beeinflussen. Ja, das ist das Schöne. Da ich das nicht beeinflussen kann, dann bleibe ich bei meinen Leisten. Wie das, da gibt es auch immer so kluge Sprüche. Und jetzt, was ist jetzt wieder los? Oh Mann, warte mal. Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Ja, ich mache das gleich, dieses Spielchen weg. Gedacht, die gehen ein bisschen einfacher. Ja, jetzt haben wir jetzt schon alle verstanden. Ja, genau. So, wichtig ist jetzt Folgendes. Hier ist, jetzt auf diesem Niveau, jetzt habe ich ein bisschen weggeschnitten, hier ist dieser Rollende. Ne? Das ist aber ganz wichtig. Ne? Rollend heißt, ich kann einen Tag, zwei Tage Laufzeit nehmen, der kostet mich nur 20 Dollar. Ich habe ja E-Prämie laufen. Ja? So, das heißt, das kann man dann kalkulieren, das mache ich jetzt nicht, aber ihr könnt ja sagen, okay, ich hole mir ein, zwei Mal 50 oder 100 Dollar noch ein bisschen höher, finanziert dadurch mein Backspread, ja, und bist trotzdem gut positioniert, okay. Das heißt, nach oben bist du immer gut dabei. Was du nicht willst, jetzt in dieser Konstellation, ist sowas, ja, wobei das auch nicht schlimm wäre. Ne. Das heißt, du würdest erstmal einen schönen Gewinn haben, bevor du irgendwann vielleicht ein bisschen Verlust hast, wegen dem zusätzlichen Short. Ne. Aber ansonsten, das ist eher U für unrealistisch, ne. Dass das so schnell geht, wenn es langsam vonstatten geht, macht dir das überhaupt nichts aus. Du verdienst hier nach oben, verdienen wir auf jeden Fall Geld, so wie es sein soll. Und diese Prämie, ne, die ist natürlich hier am Anfang teuer und die wird ja dann auch immer kleiner. Das heißt, wenn der Markt jetzt, ne, natürlich hier rumdümpelt, eine gewisse Zeit, dann gehört dir der größte Teil der Prämie, das ist dein Gewinn, ja. Nur dann kannst du halt überlegen, ob du aus der Gesamtposition rausgehst, weil du kannst es ja öfter machen, du kannst ja 100 Mal dieses Setup machen. Ne? Stichwort Wiederholbarkeit. Ne? Dann, was ich habe, habe ich. Ne? Ansonsten, wenn du halt mal nicht recht hast, gleich, ne? Passiert ja nicht so oft, ne? Aber trotzdem kann ja mal passieren, dass du nicht gleich recht hast. Ne? Dann haben wir hier zwar eine Verlustzone mit dem Future, aber dann würden diese Prämien das so ein bisschen auffangen. Das heißt, wir hätten hier eine Gewinnraum, Verlustraum, Zone, die du dann ja erstmal einhalten kannst. Für den Worst Case immer auf jeden Fall abgesichert. Vielleicht bist du hier mal 1000 im Minus maximal, wenn es mal ganz schlimm wäre, wenn es sich aber im halbwegs vernünftigen Bereich in den nächsten ein, zwei Wochen verhalten sollte, wirst du einen Gewinn haben, wird diese Position einen Gewinn haben, ne, in einer Form. Ja. Und das ist jetzt, sage ich mal, das statische Muster. Du kannst dann, je nachdem wie die Position läuft, ne, schließen, du kannst weitere verkaufen, du kannst höhere verkaufen. Das ist natürlich eine Technik, die dann Sinn macht, wenn du das verstehst. Ja, also, also verstehen, in denen sich wie sich Optionen verhalten und vor allem natürlich auch im Hinblick deiner Erwartungshaltung und deines Zieles. Du weißt ja gar nicht, was du willst. Ja, wenn du jetzt 2000 abschöpfst, ja, was willst du noch? Ne? Gehst dann raus, machst ein neues Setup oder irgendwas? Fragezeichen, oder möchtest du ständig drin bleiben? Geht auch. Ja, du kannst ständig das ganze Konstrukt machen. Das kannst du mit Aktien machen, das kannst du egal mit was machen. Das Wichtige ist, dass zum Beispiel diese 2 heißt einfach, du verkaufst 2, holst höhere Prämie auf einen höheren Strike und erhoffst dir, dass du recht hast und der Markt etwas langsamer dümpelt und du verdienst hier auf beiden Seiten einmal die Prämie plus der Future-Anstieg. Ja. Und durch die höhere Prämie, die längere Laufzeit, hast du auch viel Puffer nach unten. Ne, wenn der Markt ein bisschen schwächelt, dann kannst du dann mit der Prämie hier spielen. Ne. Dann kannst du sagen, ich schließe diese und roll zum Beispiel auch die Laufzeit. Ne. Das heißt, wir halten sie nicht bis zum Verfall. Aber die Prämie läuft für dich. Ne. Warum kannst du das machen? Weil du ein Future hast. Was heißt, ich habe ein Future, du bewegst ungefähr 130.000 Dollar, glaube ich. Das heißt, du hast ja ein Volumen, ne, was 130.000 Dollar nahe kommt. Ne, und dadurch hast du einen Wert. Und wenn du einen Wert hast, kannst du Prämien schreiben. Und ich bin ein großer Freund des Schreibens, ne, wenn du ein Instrument hast. Ne, ich bin kein großer Freund des Naked-Schreibens, ne, weil du dann einfach eine Unbekannte im Markt hast. Ne, du hast eine große Unbekannte. Und ja, statistisch gesehen, mathematisch gesehen, gibt es Wahrscheinlichkeiten etc. Nur das Problem ist, dass es immer noch 1% Wahrscheinlichkeit gibt, dass man irgendwann erwischt wird. Und die Frage, habe ich ja schon öfter mal erwähnt in Videos, ist immer, wie bin ich dabei, mit wie viel Geld? Ja.
Wir haben letztens wieder ein Beispiel gemacht. Du gehst ins Casino, einmal im Leben, dreimal auf Rot, 1000 Dollar, kommst mit 5.000 oder 6.000 raus, sagst, Casino ist super geil, kann ich jedem empfehlen. Ne? Dann geht auch jeder hin, jeden Tag, und dann siehe da, es funktioniert nicht. Öfter sie spielen, mehr funktioniert es nicht. Auf der anderen Seite hier, wenn jemand am 31. Januar mit seiner Short-Put-Strategie bei den Underlyings oder bei den Indizes aufgehört hätte und in die Rente gegangen wäre und das zum Beispiel 8 Jahre lang gemacht hat vorher, der wird sagen, fantastische Strategie. Wenn jemand am 5. Februar diese Strategie angefangen hat, wird er sagen, was erzählt er mir für einen Scheiß? Ja. Alle haben recht. Also das Problem ist, ja, die Optionsstrategie an sich ist klug und nachvollziehbar und da braucht auch keiner jetzt irgendwie, das ist einfach so. Nur das Problem ist einfach, wie sind wir dann wann drin? Und da sollte man immer ein bisschen mal überlegen. Hier hast du eine ganz klare Definition, du bist der Herrscher dieses Raums. Du. Nicht der Markt. Und ich weiß nicht, warum das so schwer ist. Warum das die Leute nicht wollen. Es sind viele Masochisten da draußen. Ja, echt. Die wollen irgendwie, dass der Markt denen irgendwas, ja, keine Ahnung. Du bist der Herrscher dieses Trades. So, du weißt genau, wie viel du verlierst. Du setzt genau die Strikes. Du setzt die Prämien fest. Du machst die Spielregeln. Ist das nicht ein schönes Gefühl? Ich finde, es ist ein schönes Gefühl. Und wenn meine Spielregeln nicht aufgehen, dann waren es zumindest meine Spielregeln. Und wir Männer mögen doch gerne mal so den kleinen Gott spielen, oder? So, hier könnt ihr es euch doch austoben. Ja? Ja? Den Herrscher des Marktes, das werden wir niemals. Ne? Dieses Bottom kriegen und hier verkaufen, werden wir niemals schaffen. Hier abschöpfen irgendwo mittendrin, das schaffen die Routinierten, die genau die Wiederholbarkeiten definiert haben und dann auf dem Weg irgendwo was abschöpfen, irgendwo nur Teile abschöpfen, immer nur einen kleinen Teil abschöpfen, der greifbar ist, wiederholbar ist. Ja, aber nicht, das sind so die mit, naja, die irgendwelche Eier haben wollen, wenn ich das so sagen darf. Das ist kein Trading. Ja, das ist ein Ausgleich für irgendwelche psychische, ja, irgendwie, ja, Verirrungen. Sage ich mal, ist nicht schlimm, ja, aber man sollte das wissen. Ne? Man sollte dann auch die richtigen Dinge tun und nicht, sage ich mal, die Umstände noch schlimmer machen, als sie sind. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe irgendwie Probleme mit mir, ich habe Stress oder das oder jenes, dann trade ich nicht. Ja, das mache ich grundsätzlich nicht. Ich merke schon, wenn ich am Tag, wenn da irgendwie ein Tag beginnt und sage, oh, funktioniert nicht, lasst das Trading sein. Es funktioniert nicht. 100%. Ihr müsst neutral sein, gut gelaunt sein am besten, trotzdem sachlich, vernünftig, Gedanken müssen da sein, dann funktioniert es auch. Also viel Spaß, ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Anregungen bekommen.